Ich dachte immer, alle Bekloppten sind in der Psychiatrie. Also sie sind wirklich in einer Einheit, wo man auf sie aufpasst, wo man versucht, ihnen Hilfestellung zu leisten, ob das nun auf Gesprächsebene ist oder was auch immer. Aber da draußen gibt es so viele Bekloppte und das Problem ist, dass die Guten, also die netten Menschen, die sind immer eher ruhig und beobachten und gerade auf euch ist man angewiesen, denn wenn man praktisch ein Video spreadet und fünf Bekloppte, also wirklich geistig nicht strukturierte Menschen darunter schreiben und die anderen nur ein Herz machen, dann kriegt man so ein bisschen Bedenken in dieser Welt und denkt, wo bin ich denn hier? So, Deutschland ist ja nun sowieso nicht so das Land, wo alle so lieb und nett sind, das muss man mal ehrlich sagen. Vor allem, das fällt einem auf, wenn man Serien sieht, die zum Beispiel aus Südkorea kommen. Also Physical 100 oder auch selbst Kochsendungen von dort. Egal was es ist einfach mit mehr Ehre, mit mehr Stil, mit mehr Gemeinschaftsgeist verbunden, als das hier der Fall ist. Und deshalb sind wir gerade angewiesen auf nette, konstruktive Kritik. Also niemand hat was gegen Kritik. Wenn jemand etwas falsch macht, sollte man es ihm ruhig irgendwie sagen. Es sei denn, er will es überhaupt nicht hören, dann soll man ihn machen lassen. Aber wenn es jemand ist, der versucht, hier einen Mehrwert zu spreaden, also der Community for free Informationen zu geben, da schreiben nur die Bekloppten rein. Nur die Menschen, die halt einmal geistig unterstrukturiert sind, das gibt es ja, es gibt sehr kluge Menschen, sehr dumme Menschen und das sind halt relativ die Dummen, muss man leider so sagen, die auch leider für sich selber natürlich nichts auf die Kette kriegen, weil wenn ich mich sehr auf mich konzentriere, dann habe ich gar nicht die Zeit oder auch gar nicht den Bedarf, bei anderen was runterzuschreiben, weil das merke ich immer bei wirklich erfolgreichen Menschen, dass sie sagen, ey, ich spread ja auch hier durch, ich gucke hier durch und so und wenn da was ist, was mir nicht gefällt, dann halte ich da nicht an und schreibe da einen Kommentar runter, sondern klicke ich einfach weiter, dann weiß ich, okay, das ist hier nicht so mein Bereich. Aber stellt euch vor, jeder würde in diesem vielfältigen Bereich, nehmen wir mal Kunst, so, da gibt es ja Leute, die klatschen einfach Farbe auf die Leinwand drauf, einmal so klatsch, klatsch, klatsch und sagen, das ist Metadiskurs und Selbstreferenzialität zwischen Surrealismus und Renaissance bezogen auf den Polyphon Reduktionismus der Nachmoderne. Was auch immer. Wenn du keine Ahnung hast, sagst du, das ist gar nichts. Aber auch nur, weil du dich natürlich mit der Thematik nie auseinandergesetzt hast. Und dann bringt es nichts, wenn du sagst, das ist gar nichts. Weil derjenige, der noch keine Ahnung hat und sich mit dem Thema auch noch nicht auseinandergesetzt hat, denkt, ja, das ist gar nichts. Jemand, der aber sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, kann das natürlich ganz anders beurteilen und kann sagen, ja, da ist der surrealistische Anteil schon ein bisschen höher als der expressionistische oder was auch immer. Und von denen können wir lernen. Wir können also nicht von den Trottels lernen. Das ist doch ein verständlicher Aussagesatz, den ich hier gebe. Wir können doch nicht von den Idioten lernen. Und deshalb ist ganz wichtig, mein Appell. Jeder, der konstruktive Kritik, jeder, der was Konstruktives zu leisten hat, bitte klatscht das hier rein. Das muss nicht nur bei mir sein, das können bei allen sein, aber klatscht das da rein als Information, als Kommentar. Macht es nett, macht es auf respektvoller Basis, macht es so, dass derjenige, der es liest, egal ob ich das bin oder jemand anderes, der den Kommentar hier dann zu Augen kriegt, dass der sagt, oh, ist ja interessant, ja gut, probiere ich aus, ja, macht Sinn, okay? Bitte, bitte, oh, später, euer Sascha. Achso, zweiter Platz habe ich gestern gemacht, ne? Zweiter Platz. Bin sehr stolz, Defizit, hinten ist der Pokal noch drin. Den nehme ich jetzt nämlich mit ins Fitnessstudio, weil ich Personal Trainings habe, heute 5 Stück. Und jeder wird diesen Pokal über die Nase kriegen. Aber nicht, um zu zeigen, guck mal, ich bin der Geile und du bist es nicht, sondern um zu zeigen, guck mal, ich mache das, was ich sage. Und hier sind wieder Käsebällchen drin. Ja, in der Diät. So what, reicht dann halt nur für den zweiten. Tschüss.